Willkommen zur Review von Karrik. Karrik ist eine Map, die wir vom Mountain Modding Team, was ja jetzt untergegliedert im LS Brandy Modding Team ist, angefangen haben zu bauen im Oktober, glaube ich, letzten Jahres, im Oktober 2016. Zu der Map. Die Map ist eine mittelgroße bis, ja, ich würde fast schon sagen, große Karte. Kannst du mal hier zeigen, hier ist es ein bisschen besser zum Sehen. Wir haben insgesamt einen Haufen Anlagen. Wir haben zwei Kabinenbahnen, einmal hier die Bahn, die Karrikbahn. Das ist eine Doppelmayr D-Line. 10er Kabinenbahn. Dann haben wir hier die, wie heißt die? Riedtalbahn. Zwei Sektionen. Eine Uni-Bahn mit Carvatec-Kabinen von Doppelmayr. Hier haben wir noch einen kleinen Übungslift von Leitner. Hier oben auch eine 4er CLDB von Leitner und hier ein Doppelschlepplift von weiß auch immer, was für eine Marke. Hier haben wir dann noch einen Zweiersessellift von, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, hätten wir geplant. Hier steht dann noch eine Sechsersesselbahn. 6er CLDB mit Unique V-Station. So, wie wir hier sehen können, das hat zwei Dörfer, einmal hier das untere und einmal das obere Dorf. Ja, wir befinden uns jetzt hier gerade im oberen Dorf. Wir haben da oben eine Ruine und alles, was ihr hier seht, das hat alles Nick gemacht, unser Modellierer vom Mountain Modding Team. Beziehungsweise im Moment ist er ja jetzt mit LS Brandy beschäftigt, beziehungsweise ja, was ich noch sagen wollte, da ja die Kapazitäten im Moment für diese Map nicht mehr vorhanden sind, beziehungsweise wir haben aufgehört, die zu bauen im Mitte Januar, weil ich keinen Bock mehr gehabt hatte zu modellieren und ja, deshalb ist das Ganze hier dann so, ja, verpufft stehen geblieben. Also wer Bock hat, ich mache das jetzt als so eine Art Open Source Projekt unter der Haube von LS Brandy Modding bzw. Mountain Modding Team. Also jeder, der Bock hat, kann da mithelfen, mitarbeiten, mitmodellieren. Also von den, vor allem von den anderen SRS Modding Teams. Ja, und hier ist halt alles bis jetzt Nick gemacht. Wunderschön, also echt mal Props an dich für die Arbeit, die du bis jetzt hier schon in die Map reingesteckt hast, und ich finde, die sollte nicht umsonst gewesen sein. Doch nicht meine Arbeit, die ich reingesteckt habe. Ja, hier sind wir auf jeden Fall. Hier ist der Übungslift von Leitner, kleiner Hang. Richtig nice. Hier fehlt theoretisch noch ein kleiner Stellplatz für einen 100er Pistenbully. Das wäre ganz geil. Könnte man aber zum Beispiel irgendwo hier hinten noch reinstellen. Ich denke, wäre realisierbar. So, hier haben wir halt das Dorf. Da oben sieht man die Bergstation der D-Line, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil wir noch die Lizenz von Doppelmayr noch nicht einfordern konnten, weil die D-Line bis jetzt noch nie verbaut wurde. Ja, hier geht es halt dann weiter oben, nach einer Passstraße weiter und ja. Gehen wir mal zurück. Hier haben wir eine schöne Kirche. Und hier ist schon angedacht, also die obere Trassierung steht schon mal von der zweiten Sektion der Uni-GV-Station. Uni-G-Station. Nicht Uni-G. Uni-Station. Ganz normal. Die alte Uni von Doppelmayr war an, also aus dem 90er Jahr. Hier, das ist die Standardstation aus dem SRS. Die ist jetzt nur hier als Beispiel gemacht, weil die untere Sektion schon fertig geseilt ist. Können wir mal gucken. Gehen einfach mal hier auf eine Stütze drauf. Die Stütze ist, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, von, ich müsste eigentlich auch von Brandy sein. Vom Golden Chat aus der Planei, kann das sein? Oh Gott, keine Ahnung. Also hier schon alles fertig, fertig geseilt. So, jetzt aber ganz schnell zurück in unser Shido.
Weil wir fahren jetzt mal weiter. Nämlich. Wir haben jetzt. Hier geht dann die Piste weiter hoch, beziehungsweise kommen hier auch zwei Pisten runter. Einmal hier die schwarze müsste das sein und das hier so ein rote Piste, glaube ich. Wenn wir jetzt hier weiter hochfahren, die Bergstation der Uni G-Bahn. Ach oh Gott, Leute. Ja, war jetzt letzter Schultag. Ich habe jetzt auch endlich Sommerferien. Hier die Bergstation der Uni-Bahn ist da hinten. Also würde sich da hinten befinden. Die Modelle der Uni-Station sind eigentlich auch schon fertig. Wurden halt noch nicht bis jetzt hier verbaut. Hier haben wir jetzt die Talstation des Vierers. Das ist einfach eine aus Großegg. Vierer CLDB von Leitner. Bisschen umgeskinnt. Hier, die Trompeten müssen wir aber unbedingt noch ändern, die Farbe. Hier fehlt halt noch die, sag schon, Seilbahngarage, also für die Garage für die Farbbetriebsmittel und ein Lüftlerhäuschen fehlt hier noch. Und ja, die ist ebenfalls schon fertig geseilt. Ja, dann fahren wir mal weiter nach oben. Hier die Trasse so entlang. Ups. Ganz schön, also wirklich schön ausgestaltet, Nick. Auch mit diesen Büschen. Ui. Ist, glaube ich, so die ähnliche Trasse wie auf Großegg. Ja. Hier haben wir dann ein Restaurant, was man dann auch kaufen kann. Aber die ganzen Kaufpunkte sind alle unten in der Talstation der D-Line. Hier haben wir noch eine weitere Pistenbully-Garage. Hier für den ganzen oberen Teil angedacht. Ja, auch hier kann man tanken und alles richtig geil. Und ja, da oben kann man schon, kommt so langsam ins Blickfeld. Hier die Bergstation der Vierer CLDB. Und wir sehen jetzt, hier ist im Moment ist hier der höchste Punkt des erschlossenen Skigebietes. Wir sind höher als der andere Berg da hinten. Und mein Plan war ursprünglich mal, wenn wir hier sehen, wir haben hier den Doppelschlepplift und auch hier der obere Teil von dem Vierer, dass man hier so eine Art Gletscher-Dings macht. Ihr seht ja da, wo es ein bisschen flacher hier wird, diesem Plateau so ein Art Gletscher-Skigebiet hat. Dann halt hier die Bergstation ist dann auf Fels gebaut, aber hier so zwei, drei Stützen da unten könnte man so als Gletscherstützen machen. Wäre zum Beispiel eine Idee. So, ich fahre jetzt mal rüber auf die andere Seite. Wir sehen uns dort wieder. Ja, mache ich jetzt einen kleinen Cut. Tja, wir sind noch nicht ganz drüben, aber ich wollte euch einfach mal hier noch das zeigen. Hier wäre die zwei, also hier wird die Zweiersesselbahn irgendwie so schräg hochgehen auf den Grat da oben. Also eine sehr steile Trassierung. Hier dann auch eine schwarze Piste runter, die dann hier weiter in die Talabfahrt reinmündet. Hier unten würde sich auch vielleicht sogar noch ein Speicherteich anbieten. Und ursprünglich kam die Idee uns für die Leitner 3S, wo von der Trailer vor ein paar Tagen hier rausgekommen ist, kam Nick und mir hier bei dem Bau der Map Karik. Ihr seht ja hier ein riesiges Tal, so wie zum Beispiel in Kitzbühel oder in Whistler in Kanada, was perfekt mit einer 3S-Bahn überspannt wären, hätte können, dürfen, sollen. Und ja, wenn, dann könnte man eventuell überlegen, sich hier dann auch eine 3S reinzubauen. Gut, ja, wir sehen uns jetzt oben. So, wir sind jetzt oben und auf der Rückseite, also da in die Richtung, ist jetzt die Bergstation der D-Line, aber die darf ich ja nicht zeigen. Deshalb hier haben wir oben ein schönes Bergrestaurant. Und hier ist auch die Bergstation der Uni GV. Ja, eigentlich auch ganz geil geworden, aber ihr seht, wir haben immer das Problem, dass die Modelle immer so so glänzen.
als hätte Johnny 58 mit Babyöl eingecremt. Ja, hier geht's dann runter mit der Trassierung. Und das werde ich euch jetzt auch zeigen. Muss bloß aufpassen, dass ich jetzt hier nicht die D-Line irgendwo aus dem Bild kriege. So. Ja, hier haben wir eine schöne hier vor allem ausladen. Eine schöne, breite, einladende Piste hier runter. Ja, und ihr seht schon, Karik ist definitiv nur Multiplayer. Also, es lohnt sich jetzt nicht, wenn man da im Singleplayer spielt. Sonst präpariert man da 50 Folgen rum und es kommt trotzdem nicht weiter, so wie Niki24 bei Xankatrin 2.0. Ja, hier unten angekommen würde dann auch eine Seilbahngarage hier installiert werden sollen. Also hier, wo jetzt die Bäume stehen. Hier haben wir so einen Test-Sessel, aber der sieht noch ziemlich hässlich aus. Also so ein Prototyp vom Sessel. Hier die Haubenfarbe muss man noch ändern. Aber so im Großen und Ganzen, ja, bastard eigentlich schon. Wenn ich jetzt hier F4 drücke, genau, können wir jetzt. Könnt ihr ja die Klemme sehen. Ja. So, geht's weiter zur Talabfahrt. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit ich die jetzt hier reinschneiden kann. Aber blöde Frage. Wir haben jetzt ganz schön schon was aufgebraucht. Jawohl, wir können hier tanken. Tun wir das doch ganz schnell. Geht's jetzt hier weiter? Hier geht's leicht bergauf. Aber da muss man noch schauen, inwieweit das eigentlich hier die Talabfahrt ist, und wenn man jetzt von da unten kommt, ist schon ziemlich steil. Vielleicht kommt da auch noch ein kleiner Schlepper hin. Könnte man sich überlegen, zumindest. Oder ein Förderband, je nachdem. Ja, hier geht jetzt die Talabfahrt runter, ziemlich schön breit und sehr einladend. Hier haben wir nochmal eine Pistenleittafel und hier geht dann die Trasse der D-Line runter und ja, wir fahren jetzt runter ins Dorf. Das Dorf kann ich euch gerade im Moment nicht so zeigen, weil ja der die D-Line ist. Deshalb muss ich jetzt so fahren. Ihr seht leider nicht so viel. Ihr könnt da hinten schon die Passstraße erkennen. Nein, wir wollen jetzt hier nix machen und ja. Hier sieht man schon das Dorf. Alter, ich hab so Schiss, die D-Line zu zeigen. So, da muss ich höllisch aufpassen. Hier haben wir einen Parkplatz, auch nochmal für Pistengeräte, ETC. ETC. ECT. Wow. Hier auch ganz geil hier. Ticketautomaten. Packung. Also hier wäre die Tasche jetzt in der Unistation zu sehen. Aber das ist ja wie gesagt im Moment noch die Standardstation aus dem SAS. Oh, eigentlich ist das Geilste die Tasche jetzt von der Karikbahn, aber die kann ich euch leider wie gesagt nicht zeigen. Ah. Ja, hier geht's hoch. Wohl, wie weit kann ich es zeigen? Wie weit kann ich es zeigen? Schon. Er geht nicht. Das ist ein Fehler. Die hat sehr viele Fehler, die Station, die Version zumindest dieser Talstation. Sehr viele Texturfehler. Und so weiter und so fort. Ja, hier verlassen wir den schönen Ort Karek. Hier haben wir einen Speicherteich, wo noch kein Wasser drin ist. Ja. So, Leute. Wenn es euch. Lol. Wenn euch geisterfahrendes Video gefallen habt, gebt einen Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Ja, an die Modding-Teams, schreibt rein, wer Bock hätte, da das zu reaktivieren, beziehungsweise das Projekt endlich fertigzustellen. Ja, kontaktiert mich per Skype oder schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und tschüss.